Ja, wir haben ja jetzt 5 Jahre, einschließlich dieses Jahres gehabt, Osteuropa der Vielfalt. Unsere Fokusreihe beginnt mit Regionen. Jetzt enden wir bei den Städten. Die Idee war, zum 25. Festivaljubiläum was zum Feiern zu haben. Urbanes Leben, groß, feiern, Repräsentation. Es hat sich dabei natürlich herausgestellt, dass dieses Thema Osteuropa der Städte auch ein paar Problemchen und Herausforderungen beinhaltet. Also das ganze Themenkonglomerat, was man überall in der Welt hat, Gentrifizierung, dann ein bisschen natürlich Leute auf Freiraumsuche, individuelle Freiraumsuche, neue Freiheiten in der Stadt, andererseits aber auch neue Zwänge. Es ist teurer, in der Stadt zu leben, es kostet mehr Geld. Stadt ist auch immer ein Ort für Repräsentation. Also da treffen sich sozusagen das besetzte Haus, das Jugendzentrum auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Glaspalast von großen Firmen. Das sind Gegensätze, die uns gereizt haben, die ganz besonders in Osteuropa, wo die Städte eine enorme Zuwanderung haben. Momentan, wir denken da an Städte wie Warschau oder auch Pristina, besonders viel diese Gegensätze zutage treten. Jetzt wollten wir wirklich mal den Fokus drauf legen und diskutieren, wie stellt Film die Stadt dar, welche Probleme, welche Herausforderungen, welche Chancen werden in Verbindung mit Film und Stadt von den Regisseuren aufgenommen. Da gibt es einige wunderschöne Filme, auch kleine Filme zum Beispiel hervorzuheben, vielleicht ein ganz kleines Projekt, My Streets Ukraine, ein Filmprojekt aus der Ukraine. Es gibt ein Festival of Urbanism und Film in Slavutich. Slavutich ist die Stadt, die für die wohnungslos gewordenen Atomarbeiter von Tschernobyl aus dem Boden gestampft wurde. Dort hat sich ein Filmfestival engagiert. Die haben die Bevölkerung der Ukraine aufgerufen, Filme über ihren Kiez, ihre Straße, ihre Stadt zu machen. Und da sind ästhetisch wunderbare Filme rausgekommen, angeleitet von Profis, aber mit sehr knalligen, pointierten Aussagen von unten sozusagen. Also das sind so die Stimmen von unten. Andererseits haben wir auch dabei Filme wie Warschau-Frankenstein, wo ein Stadterklärer das Stadtbild von Warschau und die Veränderungen im Stadtbild von Warschau, die ja eklatant sind, gerade in den letzten Jahren, erklärt. Und wir zeigen Filme wie den russischen Spielfilm Star zum Beispiel, wo man sieht, wie definiert die Architektur eigentlich das Menschsein in der Stadt? Wie wird der Mensch beeinflusst an der Architektur? Und wie unterschiedlich ist Architektur, die den Menschen beeinflusst, in Vierteln, wo ärmere Menschen leben und wo die Oligarchen wohnen? Also, es geht wieder einmal um die Gegensätze, um die Vielfalt, diesmal insbesondere in Städten, die wir wiedererkennen können, die viel Wiedererkennungswert haben. Moskau, Warschau, Prag kennen viele Leute, aber vielleicht nicht von der Seite, von der diese Städte hier gezeigt werden.